So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist eigentlich wieder Dienstag und ich habe eigentlich wieder ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet, denn es gab jetzt Bisofang 5-mal zu gewinnen und die Woche drauf nochmal Bisofang 5-mal zu gewinnen. Ich habe gesagt, beim zweiten Hashtag, wenn ihr wieder Bisofang reinschreibt, schreibt auch mal rein, welches Pokémon euch auch noch interessieren würde. Die Meinungen sind gespalten. Es gibt viele Leute, die sagen nämlich, sie finden regionale Mist. Sie wollen Shinies. Bisher gab es ja auch immer Shinies. Dann kamen die Leute, die gesagt haben, Shinies kriegt man eh irgendwann überall hinterhergeworfen. Deswegen, regionale finden sie viel besser. Dann gibt es die Leute, die sagen, regionale sind Mist. Sie wollen legendäre. Dann gibt es, keine Ahnung, also wie gesagt, jeder will was anderes. Die einen wollen Shinies, die anderen wollen regionale, die anderen wollen legendäre. Wenn ich jetzt nach mir gucke, wenn ich euch Shinies gebe, 30 Tage warten 80.000 Staub. Legendäre, 30 Tage warten 80.000 Staub. Regionale, man könnte direkt am selben Tag, wo er Gewinner gezogen wird, noch tauschen für 20.000. Das ist auf jeden Fall günstig. Wenn jemand gezogen wird, den ich schon kenne, dann sind das vielleicht 800 oder irgendwas, also den ich schon in meiner Liste habe. Ist auf die Sichtweise gesehen eigentlich günstiger und man kann auch mehr raushauen. Denn wenn, dann würde es ja ein Shiny geben oder es würde ein legendäres geben, also immer nur einen Gewinner geben, aber es gab 5 Bisofang, nochmal 5 Bisofang und heute gibt es auch wieder 5, aber nicht Bisofang, sondern Pachirisu. Denn ich habe mir die Kommentare mal durchgelesen, was ihr da alles reingeschrieben habt. Ganz oft wurde auch Symbolara geschrieben, das Teil aus Ägypten. Ich dachte eigentlich, das ist aus Griechenland, aber egal. Symbolara stand oft in den Kommentaren. Scaraborn stand oft in den Kommentaren. Kangama hat ein paar Mal ein Vote bekommen. Sogar Vegemak, diese drei hässlichen dummen Affen, Vegemak hat sogar auch noch einen hat eine Stimme bekommen, wurde aber Pachirisu meiner Meinung nach auch noch mit am süßesten, nützlichsten, nicht unbedingt, aber seltensten. Deswegen habe ich mich entschlossen, 5 Pachirisu zu verlosen und alles, was ihr dafür tun müsst, wir wollen es auch nicht so spektakulär und brutal machen. Wir haben sonst Hashtags gemacht, da hat keine Sau durchgeblickt. Schreibt einfach einen Hashtag Pachirisu unten rein in die Kommentare. Hashtag Pachirisu. Damit nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Das hier ist das Infovideo. Und die Auslosung wird dann wieder am Montag im Chill mit Ramses Livestream stattfinden. Der Stream beginnt um 20 Uhr und um 21 Uhr ist die Auslosung. Und ihr müsst, wenn ihr gezogen werdet, wieder anwesend sein, wie immer eigentlich. Das wollte der Chat ja irgendwann mal so haben und so einführen. Wenn ihr nicht da seid, wird weitergezogen. Wenn ihr da seid, werdet ihr notiert, dann könnt ihr mich anschreiben und so weiter. 5 Gewinner werden gezogen. Hashtag Pachirisu in die Kommentare. Schreibt das hier drunter. Wisst ihr genau Bescheid, was ihr machen müsst. Montag um 21 Uhr wird gelost. Ab 20 Uhr am Montag ist der Stream. Chill mit Ramses. Viel Glück euch natürlich, wenn ihr mitmacht. Und wie immer, schreibt mal eure Meinung zu dem Pokémon mit rein, ob ihr das habt, ob ihr das nicht habt, ob ihr das braucht und was ihr noch gerne euch wünscht. Denn die Mehrheit war für Pachirisu, jetzt ist Pachirisu drin. Ihr könnt jetzt aber in eurem Kommentar schon dazu schreiben und angeben, was würdet ihr euch fürs nächste Mal wünschen? Shinies? Legendäre? Ein anderes regionales? Wie gesagt, man könnte auch mal ein legendäres machen, dann gäbe es aber nur ein legendäres für genau eine Person. Und ich dachte, 5 regionale für 5 Leute ist dann einfach cooler. Ne? Schreibt ihr aber mal rein, selbst wenn ihr jetzt sagt, nee, Scaraborn muss unbedingt noch kommen, dann schreibt halt in euren Hashtag, Hashtag Pachirisu, ich würde gerne noch Scaraborn haben. Oder schreibt was anderes rein, Tauros, Kangama, Porenda, Pandimos, schreibt Pandimos unten rein, wenn ihr noch Pandimos braucht. Keiner braucht Pandimos, glaube ich. Das war es aber von meiner Seite aus. Das werde ich jetzt abends noch schnell raushauen nach der Spotlight-Stunde. Morgen Raid-Stunde, morgen nochmal Heatran, Raid-Stunde. Bitte alle einladen, ich brauche immer noch einen 100er und will morgen wieder ganz viele Raids machen. Und wer mit mir da noch aufsteigen will, kann sich mit mir noch kurz schließen, dass wir vielleicht die Geschenke noch so austauschen, dass wir morgen öffnen können. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.